gibt es so. In Grün sieht er doch viel besser aus. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Hamel, um, ja, keine Ahnung, um wieder zurück zum, ich vergesse immer den Namen, Kresnak-Speer. Ich habe es jetzt einfach mal erfunden, ich hoffe es stimmt. Oder Lanze, mein Gott, Kresnak-Lanze, was weiß ich. Jedenfalls, wir müssen zurück nach Hamel, zum Hafen und wieder zum Forschungszentrum, weil Mila immer noch hier alles kaputt machen will. So, und ich habe mir schon mal vor der Aufnahme angeguckt, was ich als nächstes leveln will. Und ich möchte das hier haben. Aufladung plus ermöglicht eine zusätzliche kumulierbare Aufladen und einen extra Angriff, solange du aufgeladen bist. Das nehmen wir doch mal. Dann haben wir mit 2 Punkten schon das Ding hier bekommen. Das mit Sicherheit eine Fertigkeit ist, habe ich mir schon mal angeguckt, wo hier Fertigkeitsplus ist. Und das nehmen wir dann direkt auch mit. Für mehr Fertigkeitspunkte und so. So, dann gucken wir mal. Ja, habe ich mir schon gedacht. Voll Energie. FP-lastig, meine ich. So, wir haben jetzt Aufladung plus. Das heißt, er kann jetzt noch eine Aufladung haben. Oder er kann noch mal angreifen. Ich weiß es nicht. Hier war es Aufgaben. Oh boy, that handmaid of yours is a piece of work. I don't value his temper, but he is quite skilled. He said he's been serving you for years. Yes. He cleans up the shrine, he runs errands, always with a lot of enthusiasm. He buys my clothes and arranges them into outfits. What? Wow. Your handmaid has exquisite taste. Das erklärt einiges. The clothes are very comfortable. I quite like them. Oh. Voll vergessen. So. Okay, lade ich mal auf. 1, 2, geil. Hi, hi, hi. Okay. Schön. 1, 2. Ha, ha. Hätte man nicht noch farblich kennzeichnen können? Verdammt. Okay, hier zu kämpfen lohnt sich nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Teamplayer. That last battle was a little too close. Agreed. Irgendwie nicht. If Jude hadn't been there to save us, it would not have ended well. You have my thanks. Sure. Don't worry about it. Even in the midst of combat, you really do look out for others. But taking your focus off your opponents like that could land you in an early grave. I guess it could. Of course, I wouldn't want to fight with someone who didn't give a damn about me either. So keep up the good work, champ. Will do. So in other words, you only want to fight with people who are willing to die young. No, you got it all wrong. I only want to fight with people who are willing to help me die old. Okay. Oh, hey. So, erstmal wieder plündern, was es hier zu plündern gibt. Mein Gott, wie viele Erntepunkte gibt es denn hier? Oh, hey. Was so? 2000 Gold. Geil. Danke. Danke, wie auch immer noch du hießt. Mann, der irgendwie Schatztruhen auf der Welt verlegt hat. Pirat oder was weiß ich. Goldie Roger. Das meint. Finger weg. So. So, und schnell nach Hamel. Schnell nach Hamel. Weil da wartet jemand auf uns. Hoffe ich. Wenn wir einfach da durchgehen und alles da drin ignorieren, ne, dann schrei ich. Also, ich möchte aus einem bestimmten Grund durchgehen. Der ist eigentlich relativ. Ich dachte, da wäre noch so eine Truhe. Hey, da war was. Scheiße. Mann. Er ist ja irgendwie klar, dass ich hier die Lane so hoch aufgelevelt habe. Ich laufe hier einfach durch und sammle einfach alles ein, was sich zusammeln lässt. Jetzt läuft ja noch kein Viech mit so einem Ausrufezeichen rum, oder? Hab ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Aber da ist schon wieder ein Shopper. Ich kann nicht schon wieder shoppen gehen. Oder ich habe jetzt eigentlich Geld bekommen. 2839. Aber naja. Gehen wir da rein. Ich will hier rein. Aus
offensichtlichen Gründen. Begib dich nach Hammel. Ich bin in Hammel. Nee, bin ich nicht. Ich bin vor der Stadt. Oder hinter der Stadt. Oder was auch immer dieser Bereich ist. Ich hoffe, die Truppen sind natürlich weg. Wow. Wow, was? Nein. Oh, wehe. Ich werde ihn in diesem Dorf töten. Und zwar sehr langsam. Und schlag in der Fresse. Los. Do you have any idea what you people put us through? Is this Rushkol's doing? Ach so, they couldn't find us, so they took it out on the village. Das sind nicht ziemlich doofe Soldaten. You outsiders are nothing but trouble. She was like a completely different person. Nein, hier geblieben. Let's see if the villagers know anything about Rushkol's activities. Don't forget, we'll be leaving soon. Gotcha. Thank you. Okay, Mila ist jetzt von uns getrennt. Wenn wir Mila am Anfang gesteuert hätten, dann hätten wir wahrscheinlich gesehen, was über was die sich wahrscheinlich unterhalten oder was weiß ich. So, und ich ändere mal die Farbe, weil ich finde die Farbe irgendwie viel cooler. Suche das Mädchen, kein Ding. Ich dachte, du willst nie Fragen spielen. Es sieht so falsch aus, dass ich diesen kleinen Mädchen hier verfolge. Aber ist mir egal. Oh. Hallo. Hey, can we talk? Don't worry, I won't hurt you. Hi there. We've met once before, right? Well, hey! Oh God. Oops! Clumsy little guy, aren't you? This is Tipo. He won't hurt you. Die Stimme hätte ich nicht erwartet. But you should call her Elise. Nice to meet you. Nice to meet you too. Both of you. Are you okay? Sure, just thrown for a loop. My name's Jude. Well, hey, Jude! Thanks for helping us out before! Thank you. So what exactly happened? Can you tell me? Well, first, all these meanie men showed up from who knows where! Someplace far away! Then, the big man whooped them all! Oh, yeah. That habe ich gesehen. Der Schrank. Right! That's when the meanie men started bullying the villagers! Is the big guy a buddy of yours, Elise? No. He's a bad guy. He locked Ellie up. We arrived here together in Amnes. But they started chucking rocks at us the second we stepped outside! Those meanies! Müssen sie alle töten mit Feuer. Sorry. Are the two of you waiting for friends here or something? Friends? We don't have any. Well, you do now. Huh? Oh. Well, hey! Jude is our pal! Hey, ich auch. Ich auch. Mind if I tell my friends about you, Elise?
Why? I don't like the way the villagers here treat you. I want to ask my friends if there's anything we can do. Ja. Sure, why not? Jude's our pal. We can trust him. Right, Ellie? Und mir. Thanks, Elise. You just wait right here. Nein, du kommst mit. Oh, you want to come with? Ja. Da. Oh. Verdammt. Triff dich mit Mila und den anderen. So. Und seid hier nichts mehr im Dorf. Wir gehen jetzt einfach mit Elise hier raus. Tschüss. War schön hier. Aber naja. Da geht's doch zum Dingens, oder? Ja. Oder? Nee. Doch. Hey, there you are. Oh, it's the doll girl. We're finished here. We didn't learn anything useful. It's time to go. Wait, we need to talk. It's about the girl. Da bin ich jetzt mal gespannt. The villagers do seem to treat her like a pariah. Obwohl, ich glaube, das sind die Szenen, die ich mal in Japanisch vor vielen Jahren gesehen habe. But Elise insists Zhao isn't her friend. He locks her up when he's around, and the villagers treat her horribly when he's away. Sounds like she's stuck between a jerk and a hard place. Unless we bring her with us. Richtig. Bring her with us? And then what? Have you given this any thought? You do remember my mission. Yeah. Yeah. Well, she can come. Really? Good. Jude, do you remember what I told you at the falls? Huh? Be yourself and do what you have to do. That's what I said to you. Yeah, I remember. Und hätte sich vorher daran gehalten, dann hätten wir sie schon vorher bei uns gehabt. Girl is just another step in your path. That it will help you find the answer you seek. Yes. Then tell Elise she's coming. You got it. Yay! That was nice of you. She won't affect my mission. If she slows me down or gets herself in trouble, I'll just leave her behind. My intent from the beginning was to do this alone after all. Dann nimmt Jude sie halt mit. Problem gelöst. Ich kann sich schon jetzt besser leiden als Mila. Nicht, dass ich Mila nicht leiden kann, aber... Elise! Schön! Wir haben unser eigenes kleines Mädchen. Ich freue mich. Ja, aber sie ist nur ein Hilfscharakter. Bläh. Warum? Aber... Ja, aber... Ich möchte nicht zu viel verraten. Doch, möchte ich. Sie wird nicht ewig ein Hilfscharakter bleiben. Da bin ich mir fast sicher. Aber nur fast. Wen lügt hier eigentlich an? Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Beziehungsweise ich weiß es. Aber bevor ich hier jetzt noch mehr Spoiler, würde ich sagen, das war's für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!